Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich von einer Box, die so schön aussieht. Entschuldigung. Oh mein Gott, Die Elektra Beauty Box kommt in diesem Monat in diesem unfassbar verspielten, schönen Design daher. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses Ding aufzumachen, reinzugucken und anzuboxen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, ist die schön. Also ich muss jetzt ohne Witz sagen, ich habe noch nie sowas gesehen, oder? Das ist so hübsch. So stilvoll, so detailverliebt. Wir haben ein Schleifchen, wir haben hier wirklich so feste Bänder. Das ist so dieses Beinrote, also das ist safe, eine richtig geile Valentinstags-Februar-Box. Presents Let Your Dreams Blossom, keine Ahnung. Geschenke lassen dein Herz erblühen oder sowas. Und hier haben wir Elektra draufstehen, das ist ja das Logo von der Elektra Beauty Box. Dann ist hier ein Klebi in Gold, da steht drauf For You. Oh mein Gott, ist das liebevoll, oder? Also die Elektra Beauty Box ist ja eine recht neue Box auf dem Markt. Das dürfte jetzt das dritte Unboxing sein, was ich von der Box mache. Oder das vierte schon, ne? Und das haben Studentinnen gegründet. Und die haben mich angeschrieben, ob ich die Box hier vorstellen möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar, super gerne. Deswegen bekomme ich jeden Monat eine Box zugeschickt, damit ich sie hier vorstellen kann. Die kostet ab 13,50 Euro pro Box, also pro Monat. Und je nachdem, welche Aboform man wählt, maximal aber 14,95 Euro. Und dass man für den Preis sowas bekommt, sowas Detailverliebtes und Süßes, finde ich krass, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier Full-Size-Produkte drin, nur Full-Size-Produkte, vor allem aus dem Bereich dekorative Kosmetik. Ab und an mal eine Maske oder sowas auch mit dabei, ne? Also so ein bisschen Pflege auch und also ganz klasse. Ja, ich bin hin und weg gerade. Ich möchte die gar nicht aufmachen, deswegen rede ich gerade auch so viel, aber ich muss. Denn wir müssen ja reingucken, ne? Kann ich die hier unten aufmachen? Das ist eigentlich falsch rum, ne? Das geht auch nicht. Nee, schade. Ich muss oben tatsächlich das Klebi aufmachen. Oh, die haben das hier nochmal zugeklebt. Ich mach die Box kaputt. Nein, nicht die Box. Ich mach den Klebi kaputt. Naja, das ist jetzt ein bisschen schade, weil das wäre eine super schöne Geschenkverpackung, um halt auch Sachen weiter zu verschenken, ne? Oh, jetzt habe ich es eingerissen. Ich mache doch so ungern was kaputt, Leute. Ah, okay. Und dann lässt sie sich... Entschuldigung, das konnte ich jetzt so nicht zeigen, weil ich wollte es ultra vorsichtig machen. Die lässt sich dann so aufklappen. Ne? Ich habe das hier jetzt ein bisschen eingerissen, aber ich denke, ich kann das kleben. Und ja, wow. Selbst Sammy ist schon ganz hin und weg und sitzt neben mir und guckt so... Was macht Frauchen da? Wir haben hier auch ein kleines... Oh, verlieb dich in dich. Oh, guck mal. Das ist auch schön, ne? Da wurde halt einfach auch dran gedacht. Nicht jede oder jeder, der oder die diese Box auspackt, hat jemanden an seiner Seite, ne? Deswegen, das ist schon süß. Verlieb dich in dich. Das ist auch mal ganz gut, ne? Dass man sich zum Valentinstag einfach selber was gönnt. Ist auch in Ordnung. So, dann würde ich übrigens auch machen. Wobei ich bestimmt immer gucken. Ne? Das kleine Heftchen, wo drin steht, was drin ist, abonniere die Elektra-Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine März-Box. Merkt euch das. Das heißt, wenn du die jetzt abonnierst, bekommst du ein kleines und persönliches Geschenk. Wir haben hier ganz schön viele Produkte drin, also nicht nur 5 Produkte. Die sind hier mit einem kleinen Bildchen abgebildet, mit einem Preis. Und ja, dann würde ich sagen, die Box ist auch prall gefüllt, ne? Also zu Valentinstag haben die es echt krachen lassen. Wir fangen an mit, und das ist ja 12 Pads, Cucumber Cooling Eye Pads. Man kennt das ja, dass man sich so ganz klassisch damals diese Gurkenscheiben auf die Augen gelegt hat, ne? Enriched with Witch Hazel and Cucumber Extracts. Okay. Witch Hazel, das ist, glaube ich, auch so eine... Das weiß ich gerade nicht ad hoc. Ich habe es euch gerade wahrscheinlich eingeblendet oder blende euch das gleich ein, was es heißt. Oder steht es hier hinten drauf? Nö. Leider nein, leider gar nicht. Aber 12 Pads sind hier drin, das heißt für 6 Anwendungen reicht das. Feiere ich immer hart. Wir hatten letztes Mal halt auch einmal Anwendung, glaube ich, von einer... Nee, hatten wir doch.
Eyepatches? Nee, wir hatten eine Gesichtsmaske drin, ne? Genau. Die war gut, von IDC Institute. Mega gut, genau. Clear Skin, also das ist quasi, damit die Haut auch gereinigt wird. Das finde ich interessant. Also um die Augen herum habe ich eigentlich immer weniger Unreinheiten. Die habe ich halt hier. Aber solche Patches kannst du safe auch dir einfach mal so auf die Kinnpartie oder die Mundpartie geben, ne? Ist halt dann für etwas, ja, sensiblere Haut geeignet. Sieht so ansprechend aus und es fühlt sich gerade auch so kühl an, weil das eben erst vom Postboten gebracht wurde, ne? Ich zeig's nochmal. Und Beauty Formulas sagt mir persönlich gar nichts, kommt aus England. Okay, interessant, wird auf jeden Fall verwendet. Vegan friendly ist es halt auch noch, steht hier mit bei. Interessant, ne? Definitiv. Das muss ich mal ausprobieren. So, oh, guck mal, wir haben ja auch noch kleine Deko mit drin. Hier ist so eine kleine Rose, die kann man als Deko auf jeden Fall schön weiterverwenden. Ist schon süß. Geschenke. Dekorative aromatische Seife? Ach Quatsch, das ist eine Seife? Gut, dass es hier mit drin steht, Leute. Ich hätte das sonst einfach irgendwo hingestellt, weil das ist so hart. Nee, klar, wenn ich das jetzt drucke. Aber das ist ja richtig cool. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man eine Badewanne zu Hause hat, dass man, ne, dann so ein schönes Valentinstagsbad sich selber einlässt oder jemandem anderen einlässt. Und dann macht man da so rotes Badesalz oder sowas rein. Oder irgendwas, was das alles rot färbt oder rosa und dann Schaumkram. Und dann das so mit dabei ist auch schon süß. Das ist süß. Und die riecht auch sehr, sehr dezent, aber sie riecht nach Seife einfach. Nichts Spezielles, das finde ich ja witzig. Aber das ist als Goodie mit dabei, ne? Also alles, was quasi keine Full Size ist, keine Originalgröße, ist das, was sie als Goodie dabei liegen. Oh, Käse. Oh, wir haben dieses Mal wirklich sehr viel Pflege. Hier haben wir von Sally Hansen Nail Shine Miracle Top Coat. Richtig gut, verwende ich auch immer, damit meine Nägel halt auch, damit das einfach hält, ne? Bei mir halt Nagellack auch wirklich eine Woche und ich wusel viel rum. Ich putze und so ein Kram alle, ne? Ich gehe damit auch im Sommer ganz normal auch in den Garten. Okay, egal. Shine Looks Just Applied Up to 10 Days. Und das finde ich auch cool. Der hält wirklich für bis zu 10 Tage. Jetzt aktuell verwende ich einen von Essie. Aber ich denke, danach kann ich den hier sehr gut verwenden. 13,3 Milliliter. Nice. Den werde ich aber auch auf jeden Fall in meine Box packen für die Produkte. Ja, das mache ich wirklich. Ne? Alles aus den Beautyboxen, was dekorative Kosmetik ist, bewahre ich auf, packe ich in eine Box und mache dann am Ende des Monats ein Fullface davon. Das heißt, das kommt da auch mit rein. Finde ich aber schön. Das sieht auch echt hübsch aus. Nice. Finde ich cool. Komm, wir nehmen es aber auch mal raus. Ich möchte mir das schon angucken, ne? Wie dieses Fläschchen aussieht und so. Sally Hansen ist so teuer, ne? Ich habe ein paar Sally Hansen Nagellack, aber die waren halt immer irgendwo in Paketen drin oder die habe ich halt irgendwie vergünstigt bekommen, aber nicht zum vollen Preis mehr gekauft. Das sieht echt schön aus. Dieses Perlmutt unten, das Gold oben. Komm, das gucken wir uns auch mal an. Wir sind ja, wir können ja. Okay, das hat ein sehr, sehr feines Pinselchen. Das ist, ich mag das am liebsten, wenn man tatsächlich auch sehr, sehr breite Pinsel hat und dann auch großflächig damit arbeiten kann. Gut, dann passieren halt öfters mal so Patzer wie das, was ich ja aktuell auf meinen Fingernägeln habe. Es riecht nach Topcoat, Claudi. Was willst du da groß zu sagen? Es duftet nicht nach Rose oder sonst irgendwas. Nee, finde ich cool. Warum rieche ich an sowas? Ja gut, warum rieche ich an Mascara? Ne? Das sind so die Dinge im Leben. Aber gut, ja, ist auch ein großer Oschi, 13,3 Milliliter. Da kannst du nichts mit falsch machen. Finde ich cool. So, natürlich darf eine Maske nicht fehlen. Wir haben hier immer irgendwie auch Masken mit drin. Also das ist halt so eine richtige, ja, das ist eigentlich eine Box, die dich animieren soll, einfach mal was anderes auszuprobieren. Wobei ich jetzt sagen muss, wir hatten jetzt eigentlich schon sehr basic-mäßige Produkte drin, die eigentlich jeder gerne verwendet. Ne? Okay, das ist aber nett, eine Avocado-Maske, die sieht witzig aus. Von W7 oder W7, Super Skin, Superfood, Awesome Avocado Face Mask. Die gibt dir Feuchtigkeit, die tonisiert deine Haut, die gibt dir Strahlkraft, die erfrischt das und entspannt die Haut. Und das ist eine Tuchmaske und guckt euch bitte mal dieses Bild an. Ich feiere sowas ja immer hardcore, ne? Wenn man das so, wie nennt man das denn? Wenn man halt natürliche Produkte mit irgendwas Unnatürlichem kombiniert und das einfach so aussieht, als müsste das so. Ich finde es fancy. Ja, sowas kann ich auch gut gebrauchen. Das verwende ich extrem gerne. Ich liebe Masken und deswegen mega. Feier ich, kann ich mir auch gut vorstellen, in Kombi mit der Gurken,
Augenmaske zu verwenden. Das heißt, ich mache mir die Gesichtsmaske drauf und kann dann die Augenpatches dann drauf machen. Oder ich mache erst die Augenpatches und dann, aber dann sehe ich nichts mehr, ne? Schwierig. Okay, Claudia, rede nicht so viel. So, was haben wir denn hier? Das sagt mir auch nichts. Cosmetica Fanatica, Funky Faces, Feuchtigkeitsmaske, oh je, noch eine Maske. Aloe Vera, Betain und Panthenol sind hier drin. Eine hochwertige, feuchte Tuchmaske, wirkt hautberuhigend und intensiv feuchtigkeitsspendend. Auch das ist voll mein Ding. Ja, gut, das ist jetzt hier in dieser Box schon das dritte Maskenprodukt, ne? Wenn man jetzt nicht so ein Maskeneskalationsmensch ist wie ich, würde man sagen, oh. Aber ich finde es geil, ne? Weil ich verwende halt auch extrem viele Masken. Biegen. Aber ja, man sollte sich dessen bewusst sein, Leute. Ne? Wasche dein Gesicht und trockne es ab. Wenn jeder weiß, wie man eine Tuchmaske verwendet, sollte man das nicht wissen, guck hier oben vorbei. Da ist ein Maskenvideo verlinkt, wo ich sehr viele Tuchmasken austeste. Ja, nett. Wird auch ausgetestet. So. Was hätten wir denn hier noch so drin? Zum einen habe ich hier einen Pinsel drin. Das gefällt mir. Ich mag Pinsel. Slanted Brush. Sagt mir gar nichts. Professional Quality von Lilis Cosmetics. Das ist so ein ganz feiner Pinsel. Den hole ich jetzt auch mal raus. Auch der kommt in mein Fullface Schminki mit rein. Das ist so ein... Ja, kannst du als Augenbrauenpinsel, als Eyelinerpinsel, als Pinsel für den unteren Wimpernkranz, als Detailed Pinsel, wie auch immer, verwenden. Das ist halt so ein ganz klassischer, ganz flacher, abgeschrägter. Mag ich gerne solche Sachen. Ne? Die verwende ich auch sehr, sehr viel, weil ich die einfach gerne mag. Ja, this angled brush can be used for both blending and drawing precise lines, making it a perfect tool for eyes and brows. Also du kannst es hier, steht es ja auch drauf, für Augen und für Augenbrauen verwenden. Ja. Okay. Was ist das denn? Nochmal von Professional. Washable Disinfectable. Das ist eine Nagelfeile, die abwaschbar ist. Das finde ich interessant. Sowas habe ich noch nicht gehört, dass man das bei Nagelfeilen machen kann. Aha. Okay, und damit kannst du dir die Nägel feilen. Ja, in verschiedenen Körnungen. Einmal 100 und einmal 180. Ich habe jetzt gerade frisch gefeilte Nägel, das macht überhaupt keinen Sinn, die jetzt zu verwenden. Ja, Nagelfeile ist auch nie weg. Ja, warte, hier soll noch was drin sein. Nee. Hä? Also laut Beschreibungskärtchen hätte ich hier theoretisch nämlich noch ein... Ach so, was könnte in meiner Elektra-Box im Februar sein? Das heißt, jetzt habe ich es verstanden. Die haben hier auf dieser Karte alle Eventualitäten aufgeführt. Genau, also du kannst dann, hättest auch drin haben können, ein Sally Hansen Miracle Gel, also quasi ein Farbnagellack von Sally Hansen. Du hättest drin haben können ein Silicon-Schwamm. Also das finde ich gut, dass ich den nicht drin habe, weil das nicht so meine Welt ist. Die Nagelfeile war ein Goodie. Du hättest von IDC, oh, die hätte ich gerne gehabt, Kollagen-Augenpatches gehabt, weil IDC ist etwas, was mich jetzt in letzter Zeit echt gecatcht hat. Wobei, ich habe 12, ne? Ich soll mich nicht beschweren. Genau. Doch, ne? War eine coole Box, ist ein schöner Inhalt. Was ich schon so ein bisschen vermisse, ist dieses, ja, was die halt eigentlich als Motto sich so auf die Fahne geschrieben haben, ne? Dass die gesagt haben, wir möchten so ein bisschen fancyeres Make-up mit reinpacken. Das habe ich hier echt vermisst. Ich habe hier eine sehr, sehr pflegelastige Box bekommen. Ja, ist aber gut. Also der Inhalt gefällt mir, ne? Aber dekorative Kosmetik vermisse ich dann doch ein bisschen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Genau, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Unboxing von der Elektra Beauty Box vom Februar. In diesem Video gibt es ja auch eine Verlosung. Und zwar gibt es ein ganz personalisiertes Beauty-Paket zu gewinnen, wie ich das dieses Jahr so mache. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schaut gerne bei der Elektra Beauty Box vorbei. Ich habe euch alle Details unten in der Infobox verlinkt. Genau, das sind coole Mädels, Leute, ich sage euch das. Die gehen ihren Weg und das ist echt bemerkenswert, muss ich sagen. Genau, so, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!